Woran denken Sie, wenn Sie über das Töten nachdenken? Ich denke dabei an Gott. Ich sammle Einstürze von Kirchengebäuden. Haben Sie von dem letzten in Sizilien gehört? Die Fassade fiel auf 65 Großmütter während eines Bittgottesdienstes. War das das Böse? War das Gott? Ich geh durch die Hölle, aber niemals ohne Hände schütteln. Freundlich grüßen mit nem misanthropen Kennergrinsen. Ärzte wollen mir Diagnosen stellen, doch mit mir ist alles gut. Nur die verdammten Stigmatisationen brennen ein bisschen. Du siehst mich unter Kirchenglockenklängen sitzen, mitten in die Schwärze einer Wintersonnenwende blicken. Da fragst du mich nach ner Signatur, ich kenn dich nicht, doch geb sie dir und dazu für die Niere noch ne Spendenquittung. Aber bestimmt nicht meinen Kellerschlüssel. Ich lass Herzen schmelzen unter Diastolenwellenbrüchen und mir meine Talare mit Hirschsymboliken besticken, so wie ein paar Sensen in Lizi kurz totem Stämme schnitzen. Und die niederen und fiederlosen Engelsbüttel wollen verängstigt ihre Himmelspforten-Grenze schützen. Ich schick meine Fans voraus mit Giftgaspump und Sprengsatzgürtel als Jokerketten um die Wirbelknochen eng umwickelt. Mich zu kontaktieren geht dem Diesel nur mit Gläserrücken, beim Gedeck mit Psychotropen, Belladonnen-Tee-Gewürzen. Und kurz nachdem du wegnickst, liegst du auf dem Esstisch garniert mit etwas Essen. Dragon und Beerenfrüchten. Reich mir meinen Kelch aus Schädelknochen. Ich will jeden Tropfen aus deinen Venen kosten. Dich ausbluten und kältern in Ebenholzfässern im Keller und die Plörre mit Schwefel kochen. Zwischen Nebelwolken in Moränengrotten hab ich hunderte menschliche Lesesorten. Natur ein paar Organe unter Käseglocken und dann demnächst auch noch in meinen Premium-Boxen. Ich hab Augen so wie einige Tausend, die meiner mich ständig umschleiernden White Walker-Aura völlig fokussiert folgen nach nem Eisblickel-Trauma und dem reichlichen Gebrauch meines Arzneimittelhaushalts. Mit Schreine von Steinmetzen, heidnischen Glaubens auf gewaltsamen, eigneten Freiflächen bauen. Und zweifelst du mich an in diesen heiligen Mauern, statuier ich an dir eben eine Livestream-Enthauptung. Denn mich anzugreifen ist wie in einem Heimwerker-Baumarkt, bereitwillig lautstark in eine Kreissäge laufen. Danach verschreibt dir dein Kreiskrankenhaus Arzt eine Einjahresauszeit und eine Halswirbelkrause. Der Meister des Grauens, weil sie Feindbilder brauchen, zeig ich mich immer in meiner besten Fleischfresser-Laune als Geist. Erscheinungen, Seiden und Daunen. Und du bewegst dich meistens im Heilsarmee-Outfit. Feier du mal weiter deine inhaltsleeren Interpreten. Ist okay, dann haben die halt steigende Verkaufszahlen. Dafür sind die für den Ripper leichter verdaubar. Was will ich in den Charts? Ich lebe als Feinschmecker autark. Reich mir meinen Kelch aus Schädelknochen. Ich will jeden Tropfen aus deinen Venen kosten. Dich ausbluten und kältern in Ebenholzfässern im Keller und die Plörre mit Schwefel kochen. Zwischen Nebelwolken in Moränengrotten hab ich hunderte menschliche Lesesorten. Dazu ein paar Organe unter Käseglocken und dann demnächst auch noch in meinen Premium-Boxen. Reich mir meinen Kelch aus Schädelknochen. Reich mir meinen Kelch aus Schädelknochen. Jetzt reich mir meinen Kelch aus Schädelknochen. Jetzt reich mir den verdammten Kelch aus Schädelknochen. Reich mir meinen Kelch aus Schädelknochen. Ich will jeden Tropfen aus deinen Venen kosten. Dich ausbluten und kältern in Ebenholzfässern im Keller und die Plörre mit Schwefel kochen. Zwischen Nebelwolken in Moränengrotten hab ich hunderte menschliche Lesesorten. Dazu ein paar Organe unter Käseglocken und dann demnächst auch noch in meinen Premium-Boxen. Thank you.